Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Inbox-Video. Es ist mal wieder ein Panzer. Ja, ich habe zwar gesagt, ich möchte nicht mehr so viel kaufen, aber hin und wieder bekommt man etwas geschickt von guten Freunden, von Fans. Dankeschön. Übrigens, und ab und zu stolpert man dann doch über ein kleines Schnäppchen, wo man sich dann so sah, so, ja, möchte ich dann doch gerne haben und habe ich schon immer gerne gewollt und so weiter, etc. pp. Ihr wisst, wie das ist. Und ihr wisst ja, ich mag die Technik und ich mag so ein bisschen dieses What-If-Genre. Mal ein bisschen die Kamera mal hier mal drehen. So, so dieses What-If und so weiter. Und damals wurde ja schon getestet die Luftabwehrrakete Rheintochter. Und ich bin über diesen Bausatz gestolpert, und zwar ein Flakpanther mit 8,8 cm Flugabwehrrakete Rheintochter. Jetzt nicht die Rakete ist eine 8,8er, nein, die Lafette hier. Das ist eine 8,8 Lafette. Und damals haben die schon die Rheintochter auf die 8,8 Lafette schon drauf montiert, aber noch nicht auf den Panzer. Das ist halt eben ein What-If. Komplett. Ja, von der Firma Trumpeter. Da. Und ja, ist mal was anderes, ist mal was Cooles. Und ich habe mich da auch so mal ein bisschen schlau gemacht über die Raketen Rheinbote, Rheintochter. Also es ist wirklich sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Und ja, Boxart. Also erstmal ist es schon mal ein ziemlich großer Karton, wie ihr seht. Und das Boxart haben wir hier schon mal mit einer sehr interessanten Tarnung. Sieht sehr gut aus. Und auf der anderen Seite sehen wir mal, wie doch das Ganze im 3D-Programm aussieht. Und ja, es sind schöne Details dabei. Und ja, wie sage ich immer so schön, nicht lange schnacken. Mach mal auf den Packen. Okay, liebe Freunde, fangen wir mal an mit dem Ganzen, was jetzt in der Box drin ist. Wir fangen erstmal an mit der ganzen Werbung, die wir hier haben, ne? Schön alles bunt und auch hier so einen russischen MLRS Farbe machen wir mal gleich. Haben wir hier diese eine schöne Farbvariante, das sieht ganz gut aus, das sieht richtig schön aus. Ja, wird auf jeden Fall eine Herausforderung, vor allen Dingen mit den ganzen Anbauteilen hier. Sehr schön ist auch dargestellt hier diese Leitwerke der Rheintochter, die sind nämlich alle aus Holz. Und das wird sehr interessant, das Ganze darzustellen. Es gibt von verschiedenen Firmen gibt es Holz-Decals, sogenannte Wood-Decals. Da holt man sich am besten mal Originalbilder von der Rheintochter, gibt es im Internet. Und dann kann man mal schauen, es gibt von AK, es gibt von Uschi van der Rosten, gibt es das auch. Ich muss mal genau schauen, weil diese Flächen sind ja natürlich viele, ob das dann überhaupt passt, weil das meiste ist ein A5-Format und A5-Format ist gerade mal hier die Hälfte. So, und dann ist meistens das nochmal geteilt und das oben hier ist nur in dem, was ihr haben wollt. So habe ich das zumindest bei AK gefunden. Ja, oder ich schaue mal, dass ich mir das vielleicht selber drucken kann. Das weiß ich aber noch nicht. Muss ich mal gucken, wie der Drucker das überhaupt macht. Was ich bis jetzt auch noch nicht herausgefunden habe, ist, auf welchem Fahrgestell jetzt nun diese 8,8 Lafette drauf ist. Ich tippe mal schwer auf einen Panther G. Ein Panther F glaube ich weniger. Und ein Panther 2 sowieso nicht. Aber die Laufrollen sehen ganz, ganz anders aus. Die sind so, ja, so glatt an der Seite. Zeige ich euch auf jeden Fall nachher. Gut. Teileübersicht kennen wir alles, ne? Das ist überall normal. Dann wird Unterwanne zusammengebaut, ne? Und hier allein schon, es sind auf jeden Fall Stahllaufrollen, also das, was beim Panther G dann später verwendet wurde. Aber hier außen sind die so glatt. Hatte ich bis jetzt noch keine Originalfotos gefunden, ne? Das sieht man hier dann ganz schön, dass die dann hier relativ flach sind. Naja, wer was weiß, schreibt mal bitte in die Kommentare. Die Ketten sind auf jeden Fall Panther-Ketten, keine Panther-2-Ketten oder sowas. So, dann wird
hinten die Auspuffanlage gemacht, ist hier unten die eckige Variante. Staukörper hinten kommen ran und Gitter etc. pp. Außen, also hier dann die Kettenglieder außen, die höheren Lüfter, wie wir es beim Panther G haben, kommen rauf. Ja, von innen drin sieht man dann nochmal Lüfter. Ja, Anbauteile, noch mehr Gitter, dann kommt das Stahlseil, die beiden Abschleppseile kommen ran, was dann hier ein Kupferkabel ist. Oder besser ein Messingkabel. Schön gedrillt ist es übrigens, wollte ich nochmal sagen. Und dann geht es schon mit dem Zusammenbau der Lafette los. Ganz, ganz viele Kleinigkeiten etc. pp. Das Ganze jetzt, um jetzt da näher drauf einzugehen, nee, brauchen wir nicht. So, fertig. Dann wird die Rakete zusammengebaut. Steuerflächen kommen ran. Ne, und gesteuert wurde die Rakete nur mit diesen vorderen Steuerflächen. So laut Internet. So, und dann kommt die eigentliche Lafette mit der Startschiene. Das kommt dann an den Unterbau mit ran. Vorne der Schutz kommt ran. Dann kommt die Rakete rauf. Auf das, auf das Drehelement, sagen wir es mal so. Und dann kommt dann alles auf diese Plattform rauf und dann kommt es dann auf den Panzer rauf. Fertig. Nichts Wildes, aber immerhin 24 Seiten. Wenn wir uns anschauen, wie voll dieser Karton überhaupt ist, ne, dann wissen wir, warum wir überhaupt 24 Seiten brauchen. Also schön finde ich ja mittlerweile, dass das alles, diese ganzen filigranen Teile, genommen worden sind und alles nochmal schön eingepackt wurde. Sehr schön, ja, 8,8 Munition, ne, von der 8,8er Lafette, ne, ist klar, brauchen wir aber nicht die Munition, aber schön, dass wir sie haben. Und ja, halt eben schöne, diverse, feine Kleinteile. Und das ist halt eben das, warum das alles so schön eingepackt ist, weil das dann wirklich extrem filigran ist. Ne? Also teilweise gerade mal einen Millimeter breit, die ganzen Sachen, aber sehen alle sehr, sehr schön aus. Bei der Masse an Teilen wird das wahrscheinlich wieder ein Video, was so locker mal 45 Minuten dauert. Aber ich möchte euch hier nichts vorenthalten, sodass ihr dann ganz genau schauen könnt, wie die Teile wirklich alle aussehen. So, das Ganze gibt es zweimal und dementsprechend packen wir es ein und packen es auch zur Seite und auch so, dass es schön so bleibt. Dann haben wir hier Teile von der vorderen Verkleidung. Ich sag mal jetzt einfach mal die Panzerung der Lafette. So, auch schön hier überall diese ganzen Nieten, die zu sehen sind. Auswurfmarken haben wir keine hier drin. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Die haben wir nur hier außen. Sehr schön. Ich hatte auch mal so einen roten Stift hier. Der ist natürlich weg. Falls einer den sieht und weiß, wo er ist, dann soll er sich sofort bei mir melden. Anstand. Oder ich mache mir einen neuen roten Stift hier, so einen Zeigestab hier. So, aber wie gesagt, hier haben wir dann die Teile extra mit angegossen, die dann für die Auswerfung zuständig sind. Und es ist alles schön gerade. So wie es sein soll. Denn wir wollen natürlich nicht bei irgendwelchen Teilen, die wir später von innen sehen, irgendwelche Auswurfmarken haben. Nee, das wollen wir nicht. Der Bausatz übrigens ist von 2019 und ja, liegt so roundabout so bei, ich will es einfach mal sagen, zwischen 25 und 30 Euro. Da siedelt er sich an. So. Es ist alles ein bisschen durcheinander hier im Karton. Steuerflächen. Viermal haben wir diese Gussäste. So. Und hier haben wir dann halt eben die Steuerflächen für die Mitte. Ne, für hinten, für die Mitte und für vorne. Und die Schubdüsen. Sehr schön. Wie gesagt, hier diese Verschraubungen. Na, das sieht schön aus. Holzmuster haben wir leider keins dabei. Wäre so vielleicht das einzige Manko, aber diese Steuerflächen, so wie ich das jetzt gesehen habe, wurden aus feinem Presssparen wahrscheinlich gemacht.
Da wurde jetzt also kein Brett genommen, wo jetzt großartig Struktur drauf ist. Und da wäre es jetzt ein bisschen blöd, da eine Struktur zu machen. Also das, was ich gesehen habe im Internet von den Raketen, die man da ausstellt in Museen, da sieht man nur eine ganz, ganz feine Struktur, wie so ein Furnier zum Beispiel, ne? Gut, dann haben wir hier unsere Oberwanne. Hier halt eben schön die Aussparung, wo nachher dann der Drehring raufkommt von der Lafette. Ja, und ansonsten haben wir hier auch überall fein Schweißnähte rundherum. Das ist eine feine Sache. Wir haben hier auch schöne Brennerspuren, weil ja eben die Panzerplatten ja ausgebrannt worden sind. Und ja, die sind hier überall mit bei. Und das ist eine feine Sache. Das kann man hier vielleicht nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und jeden, wie es gefällt. Also man kann zum Beispiel hier jetzt an den Seiten nochmal ein bisschen nacharbeiten. Muss man aber nicht. Es wurde ja damals ja auch schon viel geschliffen. Aber damit ihr das mal hier im Detail mal seht, na, schaut mal diese schönen Schweißnähte. Da haben wir dann die Brennerspuren. Genauso wie hier vorne. Das ist echt eine feine Sache. Das sieht gut aus. Und auch hier die Schutzbleche. Klasse Sache. Sehr, sehr schön. Unterwanne machen wir auch gleich mit. Ist auch nichts Großartiges. Wir haben hier Steckverbindung für unsere Schwingarme, also nicht gefedert. Wer das Ganze gefedert haben möchte oder wer das halt eben machen möchte, dass es beweglich ist, der muss dann hier ausbohren. Es gibt ja auch die Kollegen, die das Ganze auf ein Diorama stellen wollen, wo dann halt eben die Laufrollen ein bisschen unterschiedlich in einer Position sind. Ansonsten ist alles da, Wartungsöffnung und so weiter. Alles schön, auch hier vorne schön Schweißnähte und diese Brennerspuren vom Schneidbrennen. Hier vorne auch. Schön, schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also da ist wirklich eine Top-Leistung gemacht worden. So wie man es gerne hätte. Ein kleines Tütchen haben wir noch hier mit einem Zahnrad hier. Ne? Dann haben wir PE-Teile, haben wir unsere Lüftergitter, was ja mittlerweile ein Muss ist. Hier steht zum Beispiel Ausführung A vom Panther. Ja gut, okay. Ob es nun ein Panther Ausführung A jetzt ist, wage ich zu bezweifeln, weil der Panther in der Ausführung A hatte hinten nicht das erhöhte die eine erhöhte Lüftung. Das war nämlich, glaube ich, eine Kampfraumheizung. Ja, und dann haben wir hier unser schönes Kabel. Ja, unser Messingkabel. Schön gedrillt. Sieht sehr gut aus. Kann man so lassen. So, Teile der Rakete und Teile der Lafette haben wir hier. Und auch hier hinten dann die Startdüsen. Super toll. Sieht sehr schön aus. Kann man echt nicht meckern. Auch hier diese Nietreihen und so weiter. Klasse. Sieht sehr schön aus. Auch hier hat man halbwegs auf Auswurfmarken verzichtet, ne? Dass man halt eben hier schön diesen Drehkranz hat. Hier innen drin sind Auswurfmarken, aber das sieht man halt eher am Ende sowieso nicht mehr. Cool. Sieht sehr schön aus. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, obwohl das hier eigentlich so große Teile sind, dass man da sowieso kaum Filigranität erkennen kann. Aber wie gesagt, diese Nietreihen hier sehen super toll aus. Ja, und auch die Raketenteile sehen schön aus. Sehr, sehr schön. So muss das sein. Also gibt bis jetzt her noch nicht so wirklich was zu meckern.
Warum auch? Also ich gehe mal davon aus, dass der Bausatz die Qualität weiter behält, die wir eigentlich erwarten. Ein ganz minimaler Grad überhaupt, wenn, aber das ist bis jetzt überhaupt noch gar nicht so zu erkennen. Von der Formtrennung her ist es so alles gemacht worden, dass es gar nicht auffällt. Hier muss man mal schauen, wie dieses Teil hier mal ausgesehen hat. Die 20, achso, die war wahrscheinlich dann hochkant, deswegen ist sie hier durch das Zusammendrücken in der Tüte runtergekommen. Übrigens sind alle Teile einzeln verpackt, ne? Dass, wenn ein Teil dann mal abhanden kommt, dass es dann in der Tüte zu sehen ist. Ja, schaut euch mal dieses schöne Rädchen hier an, womit man was einstellen kann, dieses Stellrad. Klasse. Ja, also sehr, sehr filigran und sehr schön sehen diese Teile alle aus hier. Mega. Mega gut. Sehr, sehr schön. Muss man halt eben aufpassen, wenn man dann einige Teile dann heraustrennen will, dass sie nicht einfach mal wegfliegen und dann zack auf dem Fußboden für immer verschwinden. So, hier haben wir ein paar etwas größere Teile von der Lafette. Ich mache das mal hier auf. Schön vorsichtig. So. Obwohl diese Teile hier hinter gar nicht so filigran sind. Ah, gut, okay, doch, hier sind ein paar filigrane Teilchen. Und hier sehen wir dann halt auch Leitungen, ne? Die sind hier gleich mit angegossen. Sehr schön. Und diverse Teile von der Lafette. Was jetzt wohin kommt, das kann ich euch gar nicht sagen, weil wie gesagt, ich habe eine 8.8 Lafette noch nicht gebaut und deswegen kann ich euch das noch nicht sagen. Aber es sind überall sehr schöne Details mit aufgespritzt. Na, auch hier sehr, sehr filigran die Teile. Das bedeutet ganz viel Bastelspaß. Vor allen Dingen auch zu einem sehr guten Preis eigentlich. Also ich sag mal so 30 € für so einen Bausatz ist nicht wirklich teuer. Also vor allem, wenn man mal sieht, wie groß doch dann nachher alles wird, dann ist das schon sehr beachtlich. So, das müssen wir auf jeden Fall wieder so einpacken, wie es war. Nicht, dass es nachher kaputt ist und dann der Erik dann sehr, sehr traurig ist. So, hier haben wir dann mal wieder Teile vom Panther. Kennen wir alles. Die Seitenteile. Bordwerkzeug, Kugelblende, Lüfter etc. pp. Werkzeug, Heckplatte, Lüfter, hintere Staukörbe, Unterlegklotz für den Wagenheber. Ja, sehr schön. Und dieser Unterlegklotz hat ja auch eine Holzstruktur, was wir ja sehr selten haben. Da ist er. Also jetzt mittlerweile haben wir es sehr oft, aber früher war das noch nicht so. Verzeihung. Ja, und auch sonst alles echt schön filigran. Hier auch das MG und die Kurbel zum Anlassen vom Fahrzeug. Das Werkzeug, ne? Spaten oder Schippe besser gesagt. Bolzenschneider. Die Axt, Brecheisen. Alles richtig schick. Von hinten, ja, Auswurfmarken da, wo sie hin sollen. Und das ist auch echt klasse. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir zu unseren Laufrollen. Das Ganze haben wir viermal da. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier auseinanderkriegen. So. Die sogenannte Slide- und Mold-Technik haben wir hier auch, weil wir dann hier schön die Schwingarme hier drin haben, sodass wir sie ganz super toll austrennen können, ohne großartig zu putzen. Eine leichte Formtrennnaht haben wir hier. Na, da ist aber auch nicht so wild. Das geht relativ gut ab. Auch hier, die Seilkausche ist offen. Super toll. Schäkel. Kleinteile. Na, super.
Hier sogar noch ein Helm und eine MP mit bei. Ich weiß echt nicht, von welchem Bausatz das mal war. Ja, aber das ist jetzt hier eben das, was ich meine, ne? Hier haben wir eine, also die Laufräume, die kenne ich vom Panther G. Aber das hier, das sieht dann halt eben auch dann halt wahrscheinlich Panther G dann, ne? So kann ich mir das nur vorstellen. Wahrscheinlich irritiert das jetzt, weil das jetzt alles so zweiteilig ist. Das hätte man auch komplett zusammen machen können. Wäre, glaube ich, jetzt nicht so extrem aufwendig gewesen. Jo. Schick. Ganz, ganz schick. Auch hier ganz, ganz feine Bolzen, Arretierbolzen und so weiter. Echt eine coole Sache. Das ist mal eine ganz, ganz feine Sache. Zum Beispiel hier für Schäkel und so weiter, ne? Und wer halt eben Diorama bauen möchte, der hat hier noch ein paar Munitionstaschen mit bei. Jo. Super toll. Was mich auch sehr freut, nee, noch nicht. Wir machen erstmal weiter mit den anderen Teilen. Und zwar haben wir dann hier unsere Antriebsräder, unsere Spannrollen, unsere Auspuffanlage, dann Lüfter. Ja, und auch diverse Kleinteile. Wir haben keine Klarteile dabei. Wir haben Winkelspiegel hier aus Plastik. Einziges Manko, vielleicht hätte man auch als Klarteil machen können. Kennen wir schon von anderen Firmen. Aber alles in Ordnung. Man weiß ja mittlerweile, wie man auch sowas anmalen kann. Ja, auch hier schön mit eingearbeitet dieses feine Blech, was im Auspuff drin ist, was man dann immer sehr mühsam als PE-Teil reingesetzt hat damals. Na, da haben wir es. Das sieht klasse aus. So, hier haben wir unseren Lüfter. Antriebsrad. Spannrad, also Spannrolle. Spannrad, Spannrolle. Und diverse Kleinteile, Griffe und so weiter. Jo. Ja. So, jetzt kommen wir aber dazu, was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat und was mich freut. Wir haben eine Einzelgliederkette. Wuhu, klasse. Aber eine Einzelgliederkette, die, müssen wir mal schauen, die nicht beweglich ist nachher. Also wir müssen sie verkleben und wir müssen ja überall noch einen Führungszahn oder zwei Führungszähnchen aufkleben. Ja, da gibt es als Alternative höchstens dann eine Metallkette oder mittlerweile gibt es auch schon 3D gedruckte Ketten, wo das alles schon mit dabei ist. Das gibt es auch von der Firma T-Rex gibt es das. Muss man mal testen, will ich auch bald mal testen. Weil ich habe es bis jetzt auch noch nicht so geschafft, mit meinem 3D-Drucker sowas zu drucken. Und die anderen haben schon fertig, sodass man einfach nur einen Bolzen reinstecken braucht und dann ist gut. Ne? Was ich natürlich ein bisschen doof finde, ist, dass genau hier in der Rundung der Anguss ist. So muss man dann halt eben abknipsen und nochmal diese Rundung ein bisschen rausarbeiten. Ja, mein Gott. Aber diese Kette verspricht sehr viel, ja, Spaß, sehr viele Stunden der Aufmerksamkeit. Ja, wird interessant. Aber wie gesagt, die Eisgreifer sind hier mit drauf schon. Also es ist eine spätere Kette. Hier steht auch Ausführung A drauf. Ja, die Kette mit den Eisgreifern wurde auch schon beim Panther der Ausführung A genutzt. Ja. Gut, ich denke mal, das ist so aus den Panther-Teilen ein Mischmasch. Ja, aber wie gesagt, die Wanne, die Oberwanne ist definitiv kein Panther A, das ist von einem Panther G. Ja, und hier haben wir dann auch nochmal Kleinteile, Wagenheber, hier ein schönes filigranes Teil, ganz, ganz fein. Wir haben unseren Scheinwerfer. Ja, Griffe etc. pp. Und schön ist an dem Scheinwerfer. Da sieht man es mal hier hinten, ne? Diese Halterung. Klasse. Ne? Einfach so mit angegossen. Fein. Das sieht echt klasse aus. Hatten wir bis jetzt auch sonst ganz, ganz selten gehabt. Ja. Und hier halt eben Wagenheber.
Klasse. Na, hier die Kurbel vom Wagenheber. Sehr, sehr schön. Super. Das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Ja, und das Letzte, was wir haben, ist dann halt eben diese fette, dieser fette Unterbau von der Lafette. Also wird der Panzer dann doch schon ein bisschen höher werden. Also ich schätze mal, dass er mit Rakete dann ja so eine Höhe von vielleicht 20 cm haben wird, locker mal. Ne? Also das ist schon echt beachtlicher. Und hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Das ist einfach nur flach. Und dann wird es nachher reingesteckt in den Turm und das war es halt eben. Ja. Ja, genau. Mehr ist das nicht. Schade ist, dass dann halt eben keine Verzahnung ist. Da muss man halt eben schauen, ob der Turm dann überhaupt, da, oder das, ob dann die Lafette im Drehkranz drin ist. Nicht, dass sie dann nachher eventuell kippelt. Ne? Ja, ansonsten von der Sache her war es das ja eigentlich auch schon gewesen. Ich mach's mal so. Nee. Wir machen das so, wie sonst auch immer. So. Fazit. Ja, wie gesagt, wir sehen, dass es ein sehr hohes Fahrzeug später wird. Also, ich schätze ja schon mal 25 cm mindestens. Ja, also, viele schöne Sachen bei. Und verspricht auf jeden Fall eine Menge Bastelspaß. Allein die Kette wird sehr interessant. Aber ich denke mal, ich werde dann mal diese neuen Ketten von T-Rex mal probieren bei diesem Fahrzeug, wenn ich es denn baue. Aber momentan, ihr wisst, durch mein anderes Video, ich habe jetzt erstmal sehr viel zu lackieren. Also wird das erstmal eine Weile dauern, bis ich mich an dieses Modell ranmache. Ich denke mal so in 2 Jahren, wenn überhaupt. Ne? Es gibt wirklich viel zu tun und ja, aber trotzdem möchte ich euch immer wieder ein paar ja, Sachen vorstellen, denn es soll ja nicht langweilig werden hier auf dem Kanal. Wie gesagt, Paket kam gestern auch wieder eins an, da waren sogar 2 Schiffe drin. Hat mir einfach mal einer so geschickt. Also ich habe eine Nachricht bekommen von Benjamin Herold. Und der hat gesagt, du pass auf, schick mir mal deine Adresse. Okay, habe ich gemacht. Und auf einmal waren in der Post ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger. Mit der Begründung, du hast ein so schönes Containerschiff und wenn du das baust und gebaut hast, dann kannst du ja mal ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger daneben stellen, dann passt das vom Maßstab her. 1:700. Interessant. Ist eigentlich nicht so mein Maßstab, aber ich werde es trotzdem mal machen. Allein schon, wie gesagt, weil ich ja diese Sachen geschenkt bekommen habe und ja, man ist auch so in einem Alter, wo man gerne mal die Herausforderung nochmal sucht und bei 1:700 ist die Herausforderung sehr, sehr hoch. Gut, alles klar. Zum Panzer. Wer ein schönes What-If-Projekt bauen möchte, der ist mit diesem Bausatz bestimmt nicht enttäuscht. Ja, auf jeden Fall eine Herausforderung, allein an der Kette und an der Vielzahl von Teilen. Aber dann hat man was Schönes in der Vitrine, was nicht so alltäglich ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit rein. Würde mich sehr freuen. Mich würde auch freuen, einen Daumen hoch und ein Abo vielleicht, falls ihr noch keins habt. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt wisst, was das für ein Fahrgestell ist, haut in die Tasten und schreibt mir. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht so herausgefunden, wo eigentlich diese Laufrollen hinzugehören. Aber ich tendiere zu Panther Ausführung G mit seinen Stahllaufrollen. Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.